So, Freunde, ich bin wieder zurück aus der kleinen Pause und es geht weiter mit Farming Simulator 22 in meinem relativ kleinen, spontanen Streaming heute Abend noch. Double Piff, einen wunderschönen, ja, hast du natürlich genau den passenden Moment gesucht, um reinzuhüpfen hier, genau zur Pause, sage ich mal. Ja, wie geht's, wie steht's? Ja, genau. Für alle, die dazugekommen sind, ansonsten noch natürlich ein recht herzliches Hallo und für alle, die gewartet haben, danke für eure Geduld. Genau. So, springe jetzt erstmal aus dem Mähdrescher hier wieder raus. Ne? Der ist ja hier fleißig am auf Feld 50 am Machen, sage ich einfach mal. Und wir bringen jetzt erstmal ein bisschen Material weg. Warum geht hier kein Licht an? Normalerweise müsste man doch jetzt ein Licht aufgehen. Hier geht gar kein Licht an. Doch. Jetzt geht's an. Alter Schwede, wie langsam ist das denn? Oh, die volle Beleuchtung. So. Weil es so schön ist. Ah, ich sehe gerade. Das ist das Feld direkt am BGA. Das heißt, ich kann über meine eigenen Ländereien zurückfahren. was natürlich ziemlich dumm ist mit dem hier, weil, na egal. Wir machen das einfach mal. Meine eigene Brücke. Jetzt muss ich gucken, dass ich über die andere Brücke irgendwie die Kurve kriege, um hier vom Gelände wieder runterzukommen. Langsam. Ganz langsam. Oh, Gülle muss auch wieder weg. Sicher, klar. Gülle muss weg und vor allem Milch muss verkauft werden. Müsste ich gleich auch noch mal irgendwie anstupsen. Inzwischen produziert der Kuhstall so viel Milch, dass der innerhalb von 2 Monaten hier ja, voll ist. Wo muss ich hin? Wo muss ich? Da muss ich hin. Junge. Hatte den Controller mal mitgenommen in den Urlaub. Und irgendwie ist er jetzt nach dem Neueinstöpseln sehr empfindlich. Keine Ahnung wieso. Warum Controller? Also erst, ich habe kein Lenkrad, spiele am PC und benutze den Controller halt, um ein bisschen besser und anspruchsvoller lenken zu können. Ne? Deswegen halt auch hier, wenn man dann oben so guckt, ne, jetzt bin ich da auf Tastatur und dann wechselt er zwischendurch, wenn ich mich dann hier so bewege, wechselt er dann halt auf Controller. Sieht man dann oben. Okay. Da ist noch nicht viel sauber zu machen. Gut. Jetzt habe ich gesagt, was ich machen muss. Kuhstall. Kuhstall. Sein hin. Da muss ich hin. So, da habe ich schon mal den einen freigegeben und jetzt den anderen auch noch. Den muss ich auch tatsächlich zuerst anschubsen hier.
Das wäre dann dieser. Da ich bereits genug Milch gebunkert habe, werde ich die direkt verkaufen. Das heißt, so, hier wird geladen am Kuhstall Milch oder Milchkuhstall, wie auch immer ich das nennen möchte. So, und das Ganze geht zum Milchverkauf. Und natürlich kein Abwasser, sondern Milch. Los. Wink noch mal zum Abschied. Wie Milch ist denn überhaupt drin? Hundertneun tausend Liter, das ist gar nicht so viel. Da wäre mehr drin. Ah ja, klar, wir waren ja relativ weit in den letzten Tag hinein. Waren ja schon bei 17 Uhr. Klar, da hat er natürlich ordentlich was weggehauen schon. So, dann muss ich jetzt Gülle. 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 Gülle Kuhstall. Und die geht erstmal zum BGA oder erstmal zur, komm, lass uns die erstmal zur Futtermisch, also hier zur Multiproduktionsfabrik bringen. Ah, Quatsch, Molkerei. Multiproduktionsfabrik abladen. So. Gülle ist gut und go. Zeig, was du kannst. Da wird irgendwas blockiert. Das finde ich gar nicht mal so gut. So, der sieht eigentlich ganz gut aus. Muss entladen werden. Okay. Na, sowas. Das ist natürlich nicht so optimal. Kommt aber vor, wenn man Beete fahren lässt. So. Weiß immer noch nicht, was der hier gemacht hat. Warum jetzt auf einmal hier vorne? Bis zur Straße das Feld geht. Ich glaube, das hat was mit der anderen Map zu tun, die ich geladen habe. Da werde ich hier wohl noch mal mit dem Editor Hand anlegen müssen. Das könnte ich ja indes schon mal machen. Geht ja an der Stelle gar nicht mal so langsam. So. Eben fixe den Landschaftsbaumodus. Malen. Der Montagsmaler. So. Machen wir es mal einfach so. Und da ist noch Wiese. Dann gehen wir doch noch einen weiter rein. Rasen kann ich ja eh nicht übermalen, hoffe ich zumindest.
sind so Aufgaben, die macht man normalerweise besser tagsüber. So, haben wir es denn jetzt hier einigermaßen gerade abgeschnippelt? Ich hoffe. So, irgendwie muss ich ja hier die Feldgrenze wieder glattgezogen kriegen, so wie sie ursprünglich war. Ach okay. Da habe ich eine Ecke reingebaut, das ist nicht schlimm. Dann machen wir die, entschärfen wir die hier wieder ein bisschen. So. Okay. Jetzt noch eben Pflanzen setzen. Gras. Ach hey, guck mal, das wächst bis auf den Bürgersteig. Krasse Pflanze. Ja. So, haben wir es gleich geschafft.
So, guck. Dann haben wir das auch. Die Feldgrenze ist jetzt wieder eindeutig. So, nicht vergessen, den Pfeil zu speichern. So. Stopp da. Speichern das Ganze. So muss das. Okay. Der steht hier immer noch rum. Oh, da wird schon wieder was blockiert. Das ist doch blöd. Oh ja. Ja, das kommt natürlich vor, ne? So, der muss abladen. Leichte Traktionsprobleme auf dem Feld. Schon mal aufgefallen, wenn ich mit den LKW auf dem Feld unterwegs bin, je nachdem, wie das gerade ist, dann, ne, können die halt entweder zügig fahren, so, ne, oder eben sie fahren halt nur sehr, sehr, sehr langsam. Und das sollen. Das nachgelesen, das sollen quasi ja, Traktionsprobleme zeigen. Ne? Weil Kraft haben die ja eigentlich genug, aber das soll eben zeigen, ja, hier dreht durch, ne? Und deswegen kommt er nicht so schnell von der Stelle. Dann lohnt es sich, dabei lohnt es sich dann natürlich wieder, wenn du jetzt lange Strecken auf dem Feld zurücklegen musst. Dann noch lieber einen Traktor zu nehmen mit, sagen wir mal, einer hohen Endgeschwindigkeit und ja, ein ganz klein wenig kleineren Trailern halt. Passt natürlich dann keine 59.000 rein, sondern nur, lass mich nicht lügen, ich meine 52.000 oder 51.000. Da kann man dann aber auch mit leben. Wenn man denn an der Geschwindigkeit so hängt, tue ich ja hier nicht. Ich lege dann lieber Wert aufs Ladevolumen und das habe ich natürlich bei den LKW mehr. Uah. Zu schnell. Zu schnell. Zurück. So, jetzt. Gut, dass hier nicht so pingelig ist. Ich gebe eigentlich gerade die Hälfte daneben. So. Ist denn der Kollege mit dem Besen, der das alles da rein fegt, mit der Schippe? Den sieht man nur nicht. wo muss der hin? Ah ja. So ungefähr. Ungefähr da hinten. Moment. Macht er hier ein Licht? Einmal kurz ein bisschen abspritzen.
Den natürlich auch. Dann noch an. Noch an. Ist denn der noch an? So, Licht aus und raus. Hat gepasst. Das Ganze machen wir auch noch mal. Licht aus und raus. So. Kann's nicht lassen, ne? Der wäre doch gleich wieder blockiert gewesen. Wieso steht der eigentlich immer noch da rum? Hallo? Mal abtanken hier. So gar nicht. Wo ist der denn? Moment. Erstmal das aus. So, Motor starten. Dann, wenn er nicht will, dann fahre ich ihn selber hin, ne? Junge, fährt er jetzt weg oder was? Er steht noch. Wagst dich nicht wegzufahren. Zu spät. Aber Meister, du stehst jetzt im Weg. Stehst im Weg, habe ich gesagt. So. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Wenn ich hören will, weißt du, erst kommt er gar nicht und dann steht er im Weg rum. Unfassbar. So, hast du gecheckt?
Ich hätte natürlich auch vorher noch mal umsteigen können, ne? Wollte ich nicht. Jetzt war ich muffelig. So. Er kann jetzt weiter da rumgammeln, während der andere seine Arbeit macht. Ja. Was mache ich denn mit den anderen beiden Feldern? Habe ich mich noch gar nicht so durchgerungen, was ich damit eigentlich machen will, ne? Wie sieht das denn eigentlich mit diesen Feldern aus? Benötigen die irgendwas? Oh ja. Mit 50 braucht Kalk. Und Feld 35 auch. Aber ich glaube, Feld 35 hat er schon vorher benötigt. Genau. Also Kalkstreuer hier, Kalkstreuer da. Wunderbar. So soll es sein. So, die können wir ja schon mal dahin bringen. So, er hat voll. Okay, dann geht das jetzt weiter zum BGA. Zum eigenen. Da, wo Gerreste erzeugt werden. Gärreste. Wieso wird denn der? Der stand in dem Container da hinten wieder voll, grafisch gesehen. Und wenn ich da Gärreste einfülle, Quatsch, Gülle reinfülle. Meine, hier ist klar. Kalkproduktion läuft noch. Oder wieder. Mineraldünger ist auch fleißig dabei wieder. Ja. Sinage. Ja. Ist quasi wieder voll, aber. Das kommt aber durch die Taubentürme, also durch die Taubenschläge. Die alten französischen Taubentürme. Taubenschlagtürme, Taubenschläge, wie auch immer. Die Dinger da hinten, da rechts. Also quasi genau mittig. Und die da im Dunkeln stehen.
Und da kommt mir schon wieder so wenig vor. Genau, lass uns mal einen Blick auf die Tiere werfen. Genau, Gülle ziehe ich gerade. Nee, bei den Schweinen ist gar nicht so viel drin. Okay, da brauche ich auch noch nichts machen. Wasser, Stroh. Futter könnte ich mal wieder einfüllen, okay. Den Schafen sieht es gut aus. Da muss ich aufpassen, dass sie nicht wieder out of water laufen hier, weil das habe ich das letzte Mal geschafft. Da war Wasser weg und Gras auch. Boah. Hier passt halt nicht so viel rein. Ja, bei den Hühnern ist alles okay. Brauche ich auch diesen Monat nichts machen. Bei den Schafen hier, Schafen bei den Schweinen, da könnte ich wieder ein bisschen Futter noch nachfüllen. Das könnte ich. Mache ich dann bei beiden. Entsorgen muss ich nichts. Und bei den Kühen. Milch ist raus, Stroh ist noch genug drin, Wasser ist noch genug drin. Mischration auch. Mischration wird automatisch erzeugt durch den Futtermischer, der davor steht. Ne, also automatischer Futtermischer, der gehört zum Kuhstall. Das wird halt hier drin nicht angezeigt. Nur wenn man vor Ort ist am Futtermischer, dann sieht man, wie viel da drin ist. Und wenn halt eine Sache fehlt, dann mischt er halt nichts mehr. Fertig. Ja, bei den Kühen muss ich auch nichts machen. Ha, Pferde. Genau, Pferde, die müssen bald, sollten sich bald wieder vermehren. Davon hatte ich ja letzte Mal welche verkauft. Sind da wieder welche bei mit null? Der heißt Ghost. Uhu. 7 Monate alt. Die Produktion bei 63%. Ja. Da kommt bald auch wieder was raus. Cool. Sehr cool. Der läuft wieder, beziehungsweise fährt wieder. Hier scheint auch nichts im Weg zu stehen. Und der fährt sein letztes Vorgewende. Sehr gut. Ha, super. Also, Traktor starten. Traktor tanken wäre vielleicht auch eine ganz coole Idee. Schon mal dabei sind. Ich weiß, das kann ich alles über den Extended Farm Manager machen. Wenn ich das aber schon mal sehe und drin sitze, kann ich auch mal ganz kurz hier zum Benzinfass fahren. Aber wie lange ist das her, dass ich mal hier real getankt habe? Mir fast rein hier.
So, der kann schon mal rüberheizen zu Feld 50. Ich mal ganz fix hier hin. Zack. Düngerstreuer muss ich das jetzt nennen, ne? Habe ich das genannt, wenn Düngerstreuer 50. Und du darfst zum Feld 50 fahren. Kuckuck. Aber nur hinfahren, nicht anfangen. So. Ab und zu mal dabei bleiben, ne? Jetzt wird das Ganze ein bisschen zu wirsch und ständig nur durch die Maschinen durchseppt. Warum habe ich den noch gleich an? Weil ich ursprünglich mit zweien davon arbeiten wollte. Das sieht doch alles in allem ganz positiv aus. Wo fängt der an? Wie fängt der an? Macht er ein Vorgewende? Macht er keins? Wenn er eins macht, oder wenn er welche macht, wie viele? Blick auf die Karte. Der macht zwei Stück. Eins könnte ich ja schon mal fahren lassen. Warum auch nicht? Na komm dann. Mal das mal aus. So, genau unter den Punkt fahren und go. Fährt er noch weg? Bleibt er im Weg stehen? Oder nee, der steht gar nicht im Weg.
Mal gespannt, ob der das auch hier drunter wirft. Dann vorbeifahren müsste er, oder? Ausleger, weiß ich nicht. Könnte gerade so passen. Ich habe den ja ganz bewusst sehr weit am Rand gemacht, den Haltepunkt. Macht da bis drunter. Sehr gut. Auch schon relativ weit. Meine Beleuchtung ist noch auf Urlaubsmodus. Ich war gerade der Meinung, er müsste mir das Licht ausmachen. Nicht gut. So. Dann. Holen wir den nächsten. Ne, da hüpfen wir mal kurz rein. Ei, ist das hell. Ich finde den nach wie vor total. Mann, ist das geil. Im Dunkeln, so angeleuchtet, wirkt er ja noch geiler. So, den nehme ich. Ist wieder schauen, das ist der. Nee. Das ist gar nicht aktiviert. Okay, der auch nicht. Dafür könnte ich aber den mal ausmachen, so lange. Ist eigentlich sehr schön, weil man eben die Fahrzeuge aus dem Rundlauf nehmen kann. Bis auf die beiden Scania Trucks, die leider nicht. Weil das offiziell Anhänger sind. Sind nicht in der Kategorie Fahrzeuge. Gegenverkehr. So, der steht schon mal bereit. Mal eben schauen, wie das hier aufgebaut ist, ob der Vorgewende fährt oder nicht. Wenn wir nicht, dann kann der auch schon mal anfangen zu arbeiten. Das ist das Feld 35. Hat keine und er sitzt hier vorne an. Okay.
Ich muss die trotzdem im Auge behalten. Sonst fahren die nachher über das noch nicht geerntete oder so. Und Lohos. Was der Ernte natürlich nichts ausmacht, aber es wäre Verschwendung. So, cool. Hier schaut es gut aus. Aber nach der ersten Runde muss ich hier auch erstmal eine Bremse reinhauen. Es könnte auch passen. Irgendwie bin ich mit den 3,5 Bahnen, die ich gerechnet habe pro Vorgewendestrecke, habe ich mich ein bisschen verrechnet mit, ne? Ja gut, der hat noch eine komplette Bahn vor sich. Da passiert erstmal noch nicht viel. Der passt erstmal gerade an. Alles gut. Ja. Dachte schon, die stehen gleich Kabine an Kabine. Sollte hier nicht so langsam was näher kommen? Da siehst du. Ich glaube, ich bringe das erstmal zum Güllelager. Der Rest aus dem Kuhstall und natürlich, was in den Schweineställen drin ist. Jetzt bin ich gleich gespannt, ob ich das Vorgewende, ich meine, ich fahre ja mit einer großen Überlappung,
ob ich das Vorgewende noch reinkriege oder ob der schon in das Soja reinsprüht, was da noch da ist. Könnte passen. Passt. Gute Reise. Nochmal eben schnell schauen, wo der weiter. Wo macht er eigentlich weiter? Wo ist er? Ich brauche dich. Da bist du. So, schnell nochmal kurz auf die Map schauen. Jetzt. Der fährt so rum, darum, darum, macht da oben Stopp. Okay. Das heißt, ich kann ihn einfach weiterfahren lassen. Weil er fängt von hier unten an, die Bahn zu ziehen. Und dies ist ja praktisch. Okay. Den könnte ich mal ausschalten. Nicht, das ist Milch. Nicht. Auch nicht. Ach, die kann ich doch gar nicht ausmachen. Es sind doch Anhänger. Was man wieder sieht hier, ne? Da, Kategorie. Da. Ne? Ist ein Truck. Wird aber als Tool gezählt. Beides gar nicht. Und deswegen kann ich die nicht parken. Bleiben also praktisch aktiv. Aber da kann ich mit leben. So. So. Das ging gerade noch mal so gut.
immer noch so viel drin, ne? Lass uns noch mal kurz einen Blick hier auf den Futtermischer werfen. So. Da ist auf jeden Fall noch genug Stroh drin, noch genug Heu und Silage auch noch eine ganze Menge. Das sieht immer nur so wenig aus. Ist ja dreckig. Schnell hier rein. Und nach der Bahn erstmal pausieren. Wird blockiert. Na sowas. Und lass den erstmal hier stehen. Motörchen aus. Okay. Aus die Maus und rüber mit ihm. So. Der kann hier noch ein bisschen mithelfen und der hat hier freie Bahn. Der ist auch schon in seiner ersten Bahn. Passt. Oder? Nee, der ist noch im Vorgewende. Cool. Ich lasse euch mal momentan ein bisschen obwohl hier drauf. Das ist auch nicht unbedingt so super toll hier. Leicht ist dieser ein bisschen interessanter. Leicht, ich lasse euch mal ein bisschen auf dem Zuckerrüben auf Ernter auf dem Tiger 6 und ja. Bin noch mal ganz kurz im Hintergrund und ich würde sagen, ja, eine Etappe machen wir noch auf jeden Fall noch so ein Stündchen nach dem Päuschen, würde ich sagen, kriegen wir noch hin. Also bis gleich. Also 3 bis 5 Minuten maximal bin ich wieder da.